Casa Sollievo della Sofferenza, die von Padre Pio im Jahr 1956 gegründet wurde, ist heutzutage eines der modernsten Krankenhäuser weltweit. 2.850 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 300 freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 887 Betten. Vergangenes Jahr wurden 62.500 Operationen und 1,1 Millionen ambulante Behandlungen durchgeführt. An der Casa Sollievo della Sofferenza arbeiten 164 Forscher und Forscherinnen mit einem Durchschnittsalter von 39 Jahren. Davon sind 62% Frauen. Im Fokus der Forschungsaktivitäten stehen seltene genetische Krankheiten, Onkologie, innovative Therapien und regenerative Medizin. Es liegen 221 klinische Studien vor, etwa zu amyotropher Lateralsklerose, Multiple Sklerose, der Huntington-Krankheit und zum Glioblastom. Unterstützen Sie die Casa Sollievo della Sofferenza mit Ihrer steuerlich absetzbaren Spende.